Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki, New Television mit Christian. Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Heute im Studio das sind. Das hast du noch nie gemacht. Heute im Studio sind Christian und Sashi. Und wer trägt euch heute das heutige Geburtstagskind vor? Der Christian. Nein, das ist Sascha. Immer wenn du auf mich zeigst, sag ich Christian. Christian. Wie so ein Apparat. Christian. Heute am 1. November hat Geburtstag. Nicht der Christian. Anthony Kiedis. Aha. Anthony Kiedis. Mit bürgerlichem Namen heißt er Anthony Kiedis. US-amerikanischer Musiker und Sänger. Ja. Ja, hat die Band mit seinem Schulfreund Michael Balzeri gegründet. Mhm. So, und der hat heute Geburtstag. Mhm. Christian? Ja? Aber du weißt nicht, welche Band, ne? Doch. Welche? Die Red Hot Chili Peppers. Die Red Hot Chili Peppers, genau. Und das ist der Anthony Kiedis ist der Leadsänger. Genau. Happy birthday to you. 1941 wurde das Mount Rushmore National Monument enthüllt. Enthüllt, okay. Genau. Ewig lang daran gearbeitet. Genau, die haben von 1927 bis 1941 dran gearbeitet. Hammer. Hier in den Naturstein reingehämmert mit so einem kleinen Meißel und so einer kleinen Uhrmacher. Achso, ich dachte, die hätten es da rausgebissen. Genau. Nee, wie gesagt, die Skulptur ist fast 50 Meter hoch und 110 Meter breit. Die Köpfe der US-Präsidenten George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt und Abe Lincoln. Abraham Lincoln, Entschuldigung. Abe, und der Kumpel Abe. Ja, genau. Sind da zu sehen, wie gesagt, von 1927 bis zum 1. November 1941. Hammer. Ja. Und wir haben am 1. November auch einen Fakt des Tages. Ja. Klingonisch ist eine von 6500 Sprachen weltweit. Klingonisch gibt es als Sprache, wurde okay. Wirklich entwickelt. Kannst als du auch Sprache. Lernen. Ich kann mich nur an einen Satz erinnern. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Teil das ist von den Star Trek-Filmen. Klingonisch. Und dann sagt einer auf Klingonisch, ich weiß nicht warum, ich weiß auch nicht mehr, was es bedeutet. Sag doch einfach. Utschwitzonuk, Rien. Du weißt aber auch nicht, was es bedeutet. Rien war, glaube ich, weil die gefunkt haben, sowas wie kommen, so wie man beim Funken sagt. Und Utschwitzonuk, Rien. Utschwitzonuk, so. Rien. Könnt ihr das bitte mal drunter schreiben, was das nochmal hieß? Ich komme Wenn mal einer drauf. Klingonisch kann ja. Von euch, dann schreibt doch mal in die Kommentare, was Utschwitzonuk. Ich glaube, es ging darum, es war in dem, wo der. Ach. Wo der bei den Klingonen gefangen hat, William Shatner. Und dann ging es mit diesem tarnfähigen Flugzeug von den Klingonen, was getarnt schießen kann und so weiter und so fort. Und irgendwie, glaube ich, in dem Film war das. Und da sagt der eine, wie gesagt, Utschwitzonuk, Rien. Ich glaube, Utschwitzonuk heißt Phaser auf Betäubung. Auf Klingonisch. Stimmt. Phaser auf Betäubung kommen. Nee, das heißt so wie Roger. Okay. Ja, Roger Moore hat ja auch eine große Rolle gespielt damals. Also schreibt das mal bitte wirklich rein, wenn ihr wisst, was das heißt. Utschwitzonukrien. Ja. Und das war der 1. November. Ja. Allerheiligen ist ja auch heute. Ja. Aber Feiertag in einigen Bundesländern, ja. In manchen nicht. Ja, ja. Aber komm, ist egal. Morgen am 2. November haben wir es überstanden. Genau. Bis dahin sehen wir uns und dann sagen wir Cheerio, Miss Sophie. Gute.